Moin aus Norddeich. Ja, zweiter Tag und letzter Tag von meinem Kurzurlaub. Morgen geht's wieder nach Hause. Vielleicht auch heute Abend schon, weil soll ja Unwetter kommen. Aber so wie alle Wetterkarten aussehen, also hier soll wohl nichts ankommen. Hoffen wir mal, dass es dabei bleibt. Ja, bin gerade am Campingplatz losgefahren. Jetzt geht es erstmal wieder Richtung Norddeich. Durch Norddeich durch und dann mal die andere Seite an der Küste entlang. Wie weit ich heute fahre, weiß ich nicht. Je nach Lust und Laune. Ja, und wenn ihr Lust habt, dann bleibt ihr dran und kommt mit. Ja, noch ist hier nicht viel los. Und jetzt muss man hier durch die Fußgängerzone. Die ist für Fahrräder freigegeben. Allerdings finde ich das immer echt fragwürdig. Ich meine, jetzt ist hier nichts los, da fahre ich auch. Aber wenn hier voller Betrieb ist, dann schiebe ich in der Regel. Das machen nicht alle so. Also manche rasen dann wirklich durch die Leute hindurch, weil ist ja für Fahrräder freigegeben, also darf ich hier auch fahren. Finde ich jetzt nicht so prallsam verhalten. Auch oben am Deich. Darfst du mit dem Fahrrad fahren? Gerade oben am Deich, da sind die Wege noch schmaler. Ich sag mal, dass man über den Deich fahren darf, das ist ja in Ordnung. Weil unterm Deich oder vorm Deich kann man ja auch super fahren. Aber das müssen die Verantwortlichen selber wissen. So, wie gesagt, einmal durch Norddeich durch, melde mich dann gleich wieder. Ja, da an der Fähre bzw. am Fährhafen und am Bahnhof, da ist gerade die Hölle los. Deswegen bin ich jetzt einmal zum Fischereihafen rübergefahren, wenigstens einmal den Hafen von Norddeich sieht. Ja, und dann geht es jetzt gleich in die Richtung weiter. Immer am Wasser entlang. Also mal sehen, also ich bin schon mal ein Stück gefahren. Da sah es für mich so aus, als würde man nicht hier unbedingt auf dem Deich fahren können. Ich muss mir das nochmal jetzt unterwegs angucken, wie es besser ist. Ja, hier aus Norddeich raus auf der Seite hat man erst so den Eindruck, man dürft hier gar nicht durch, aber nee, schon richtig so. Ja, da ganz hinten im Hintergrund sieht man Norderney. Und hier geht es jetzt erstmal weiter. Ja, hier auf der schiefen Ebene zu fahren, nutzt die Räder dann auch mal gleichmäßiger ab. Nicht immer nur in der Mitte. Aber teilweise ist es schon recht steil, wie es hier hochgeht. Hier geht es gerade,
Da hinten war noch steiler. Nochmal ein Blick Richtung Norderney. Aber ist nicht die einzige Insel, die wir heute zu sehen kriegen. Ein bisschen weiter fahren wir schon noch. So, da geht es erstmal nicht weiter. Jetzt muss ich hier über den Deich schieben. So, jetzt musste ich einmal das Fahrrad über den Deich schieben, weil da geht's, weiß ich nicht, aus Naturschutzgründen schätze ich mal, auf der anderen Seite nicht weiter. Es geht jetzt auf jeden Fall ein ganz schönes Stück, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, auf der Landseite weiter. Da wird Strom gemacht. Ja, oben auf dem Deich wird schon weitergehen, allerdings nicht für Fahrräder. Fahrräder verboten. Da oben. Ja, der Wind von gestern, der hat sich scheinbar verabschiedet. War natürlich gestern, wenn man nicht auf dem Fahrrad saß, da durch den Wind wesentlich angenehmer. Aber dafür war es dann auf dem Fahrrad nicht so angenehm. Also ich habe gestern auch ordentlich an Strom verbraucht, obwohl ich ja eigentlich, was war, also ich meine aus der Erinnerung heraus, dass die Strecke sowas um die 40, 45 Kilometer war. Dann bin ich vielleicht nochmal 5, 6 so rumgefahren und dafür war der Akku schon fast leer. Kann man mal sehen, was Wind ausmachen kann. Ja, jetzt habe ich heute tendenziell, würde ich sagen, Rückenwind. Ja, jetzt kommt er von der Seite. Ja, je nachdem, wie die Küste verläuft. Das Gequietsche, was ihr hört, ist übrigens nicht direkt mein Fahrrad. Also mit dem Fahrrad ist alles in Ordnung. Das ist der Sattel, der Brooks Flyer. Ich weiß ja nicht, der ein oder andere von euch, der wird vielleicht auch einen Flyer fahren. Und ich weiß es, dass die sehr gerne quietschen. Also ich habe an meinem Faltrad, da fahre ich auch den Flyer. Und der quietscht auch. Und das Lustige ist, dass es immer unterschiedlich ist. Mal quietschen sie mehr, mal quietschen sie weniger. Ich weiß ja nicht, ob der eine oder andere von euch einen Tipp hat, weil ja, ich habe schon alles Mögliche versucht zu ölen, zu fetten, aber bis jetzt noch nicht wirklich was gefunden. Ja, also mittlerweile höre ich es nicht mehr unbedingt, dass der Sattel quietscht. Es ist nur manchmal, dass ich es höre und es mich nervt. Aber wie gesagt, vielleicht hat ja einer einen Tipp. Bitte unten in die Kommentare. So, ich weiß nicht, wo ich angekommen bin, aber ich bin irgendwo angekommen. Ich denke mal, hier wird der nächste Fährhafen sein. Weil ich habe jetzt vorher nicht auf die Karte geguckt. Ich habe, wie gesagt, ich fahre einfach nur in die Richtung. Und ja, ich bin hier schon mal irgendwann gewesen, aber es ist auch schon wieder ein bisschen her. Deswegen fahre ich dann ja mal rüber, mal schauen, zu welcher Insel es da geht. Okay, also hinter mir seht ihr den Ortseingang von Nesmasil. Ja, und
Ich fahre jetzt hier gerade über den Deich Richtung Hafengelände. So, hier sind, da hinten sehe ich noch Norderney. Was dann von der Insel kommt, weiß ich nicht. So, jetzt habe ich nachgeschaut. Von Nesmasil geht es nach Baltrum. Ja, ich habe mich gerade schon gewundert. Riesige Wandergruppen gehen hier gerade los, aber die gehen hier wirklich in großen Gruppen durchs Watt. Schäfchen vor Schäfchenwolken. Ja, da vorne werde ich einmal den Deich hochfahren und gucken, ob man da auf der anderen Seite weiterfahren kann, aber ich glaube nicht, weil der Deich ist hier, wenn ich mich nicht täusche, sogar einiges von der eigentlichen Küste weg. Aber mal hochgucken kann man ja mal. Ja, ich fahre mal bis nach vorne, aber ich glaube nicht, dass man da hinten fahren kann. Da wird man gehen können. Ich denke mal, das wird eher ein Spazier- oder Wanderpfad sein. Aber mal schauen. Ja, jetzt steht hier zwar nichts mehr von Ruhezone oder so, auf der anderen Seite steht es noch, aber da vorne ist mitten auf dem Weg eine Baustelle. Also fahre ich wieder zurück über den Deich und dann am auf der Landseite weiter. Gucken, vielleicht kann ich ein paar Kilometer ja an die Küste wechseln. Oder kommen da vorne Fahrradfahrer? Muss ich mal gucken. Warte ich mal einen Moment. Ich glaube, da kommen welche. Kann ich die fragen, ob man da durchkommt. Ich bin jetzt doch da reingefahren, weil mir kamen da gerade Leute entgegen. Also gehe ich mal davon aus, dass man da durchkommt. Aber jetzt ist da vorne ein Zaun. Geht's doch nicht weiter, oder was? Mysteriös, mysteriös. So, jetzt sind wir im Fischereihafen Akkomasil. Da hinten gibt es Fisch zu kaufen. Und das nächste Ziel wird dann Dornomasil sein. So, hab mich vertan. Nächste Ziel ist Bensasil. Dornomasil. Sind wir dran vorbeigefahren. Bensasil war die Hölle los. Da ist irgendeine, weiß ich nicht, Sportveranstaltung direkt da am Strand oder Hafenstrand, wie auch immer. Und dann wollte ich zur anderen Seite rüber. Zum Fähranleger. Da geht es ja nach Langeoog rüber. Da war richtig was los. Ja, okay. Samstag in den Ferien. Wahrscheinlich Anreisetag. Ja gut. Dann habe ich überlegt, fährst du weiter oder wieder zurück? Also ich habe jetzt beschlossen, ich fahre zurück Richtung Akkomasil. Da wollte ich mir da am Hafen mal irgendwie einen Fisch holen, keine Ahnung. Und dann will ich mal sehen, dass ich über Land Richtung Norden zurückkomme. Ja, und wenn es über Land nicht klappt, dann fahre ich halt die Strecke, wie ich gekommen bin. Das wird schon irgendwie gehen. So, ich gucke aber mal. Ich meine, hier könnte man auch auf den Deich fahren, weil ich habe da oben Fahrradfahrer auch gesehen. Aber hier komme ich jetzt, glaube ich, gerade nicht hoch. Da ist kein kleines Tor. Schade.
Außenrum? Nee, außenrum geht auch nicht. Nee, dann muss ich unten fahren. Ja, jetzt bin ich wieder in Akkumasil zurück. Und da hinten gibt es, glaube ich, was zu essen. Hab Hunger. Jetzt mache ich mal was, was ich eher selten mache. Ich mache jetzt einfach mal Werbung. War ja da gerade in Akkumasil am Hafen, in dem großen Fischimbiss. Und ich glaube, das war der beste Backfisch meines Lebens. Kann man nicht anders sagen. Ich kann ja mal ein Bild einblenden. Ich habe einen bestellt. Ja, wenn du da einen bestellst, bekommst du auch einen ganzen Fisch, also zwei Hälften. Also zwei Backfische, wenn du so willst. Dann habe ich noch Bratkartoffeln dazu bestellt. Die hätte ich gar nicht mehr gebraucht. Naja. Und das war dieses Jahr tatsächlich dann auch noch der günstigste Backfisch bis jetzt. Also kann man empfehlen. Ja, dadurch, dass ich so pappensatt bin, habe ich irgendwie auch nicht aufgepasst. Bin an dem Abzweig auch noch vorbeigefahren, dass ich über Land zurück hätte fahren können. Weiß nicht, ob jetzt noch was kommt. Ja, ansonsten fahre ich dann halt doch am Deich wieder zurück. Auch egal. Ja, der Himmel zieht sich immer mehr zu. Aber im Moment alles noch so Schäfchenwolken. Wollen wir hoffen, dass so bleibt, weil für heute ist ja für Süddeutschland oder Südwestdeutschland einiges vorhergesagt mit Starkregen und Hagel. Da habe ich gerade was gefressen. Oh, ich bin doch schon satt. Ich habe jetzt auf jeden Fall noch mal einen Abzweig gefunden. Hier gibt es ja mittlerweile auch so ein Knotensystem wie in Holland. Jetzt geht es erstmal Richtung Nässe. Und dann hoffe ich mal, dass ich da auch wieder ein Stück Karte finde, dass ich dann sehe, wie es weitergeht. Ja, ich navigiere jetzt heute das erste Mal quasi rein nach dem Knotenpunktsystem oder zumindest auf dem Rückweg. Weil ich habe Navi zu Hause vergessen. Ja, notfalls hätte ich noch ein Handy dabei, aber wollte das mal ausprobieren jetzt. Nur, also ich habe mir jetzt den nächsten Knotenpunkt gemerkt, die 72. Aber wie der Ort heißt, das weiß ich nicht. Das habe ich mir irgendwas mit Vesta. Naja, vielleicht fällt es mir unterwegs ein oder ich sehe ein Schild. Dann sage ich es euch. Also bis jetzt funktioniert hier das System ganz gut mit den Knotenpunkten. Kommt mir ganz gut mit klar. Jetzt weiß ich auf jeden Fall auch genau, wie es funktioniert. Jetzt wäre natürlich geil, wenn es dann irgendwo auch eine Karte gibt, wo alle Knotenpunkte eingetragen sind, dass man sich vorher schon aufschreiben kann, die Reihenfolge der Punkte, dann brauchst du auch keine Karte mehr, theoretisch zumindest nicht mehr. Naja. So, ich bin jetzt hier am Schloss Lüttesburg. Schaue ich mir jetzt nicht an. Aber nochmal zurück zum Knotenpunktsystem. Ist natürlich blöd, wenn du erst an jedem Knotenpunkt eine kleine Karte hast und du kannst auf der kleinen Karte immer die nächsten zwei Punkte sehen. Okay, dann kommst du zum nächsten Knotenpunkt, da ist schon mal keine Karte. Aber nun gut, du hast ja die nächsten zwei gemerkt. Dann kommst du wieder zum nächsten, auch keine Karte. Ja, dann stehst du natürlich da, dann bringen dir die Punkte ja mal so gar nichts mehr. Ne? Einfach mal drüber nachdenken, Leute. Ja, von
Lüttetsburg bis schnell in Norden und von Norden auch schnell wieder in Norddeich. Also ich habe mir jetzt gerade noch ein Eis geholt. Fahre jetzt zum Campingplatz. Lutsch das Eis. Und fange dann schon mal langsam an, meine Sachen zusammenzupacken, so dass ich morgen nur noch das Zelt zusammenpacken muss und, ja, und das, was ich zum Schlafen gebraucht habe. Dann bin ich schnell wieder auf der Autobahn und dann auch schnell wieder zu Hause. Ja, ich hoffe, euch hat mein kleiner Kurzurlaub im Norden ein bisschen gefallen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Und bis dahin sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.